Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ja, okay, es geht weiter. Und zwar haben wir die Tore durch. Ach, oh, ich freue mich, ganz ehrlich, ich freue mich wirklich. Jetzt müssen wir das der Briefin, Briefin, oh mein Gott, Gräfin von Bruma verklickern, also sagen, dass wir ein großes Tor öffnen müssen, um einen großen Dedra-Stein zu holen. Ja, und Bromar war da. Schloss. Gräfin Narina Carvia ist eine fromme Kirchengängerin und eine respektierende Herrscherin. Und weiter konnte ich nicht lesen. Und es schneit. Wenn man so sieht, der Schnee geht mit. Also, der ist einfach nur eingefügt von der Kamera. Na, wie soll man das sagen? Naja, ich kann es jetzt nicht erklären, aber. Waren wir hier schon mal? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Seid gegrüßt, mein Herr. Trollgarn. Wer bist du? Leibwächter? Bird. Euch einen schönen Tag. Irgendwo erkenne ich den. Der kommt mir so bekannt vor. Und Schüttelfrost hat er auch. Seid gegrüßt. Ach, die hatte ja die Sammlung, genau. Drakonischer Stein des Wahnsinns. Der Stein ist ein schönes Beispiel der Akaviri-Handwerkskunst. Der Talisman, der wie ein Amulett angelegt wird, soll den Träger vor Giften aller Art schützen. Der Stein des Wahnsinns sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Die Augen der Schlange sollen aus Edelsteinen oder Ähnlichem bestehen. Über meine Quellen habe ich erfahren, dass der Stein des Wahnsinns zuletzt in den Ruinen am Fahlen Pass gesehen wurde. Das wollten wir jetzt aber gar nicht. Ah, Schlachtpläne. Ein verzweifelter Plan, in der Tat. Dieser Prinz, Kaiser, Martin würde meine gesamte Stadt aufs Spiel setzen, um an einen großen Siegelstein zu gelangen? Wir müssen das Amulett finden, wiederfinden. Ist das die einzige Möglichkeit, diese Invasion aus Oblivion zu stoppen? Ich muss zugeben, ihr seid die erste Person, die von einem Sieg über diese Daedra spricht. Dieser Krieg erschien mir so aussichtslos. Aber was konnten wir schon tun, außer durchzuhalten und auf einen Helden zu warten, der uns retten würde? Und nun sieht es so aus, dass es doch einen Thronerben gibt, verborgen im Wolkenherrschertempel, und vielleicht auch einen Helden? Martin wartet bei der Kapelle. Ihr weicht meiner Frage aus. Sehr gut. Denkt nicht, dass ich euch nicht glaube. Die Herrscher von Brumar haben schon lange mit dem Wolkenherrschertempel zu tun. Wir wissen, wem sie dienen. Ich werde Martin an der Kapelle treffen. Wenn alles bereit ist, werde ich meinen Männern befehlen, die Tore nicht mehr zu schließen und sich auf den Kampf einzustellen. Gut. Frau Gräfin von Narina Karwin Seid oder so. gegrüßt, mein Herr. Ja, mein Herr. Ich bin aber nicht dein Herr. Okay. Kleiner. Ich kenne euch nicht und ich will euch auch nicht kennenlernen. Hi, Ach, das sind ich aber kenne hübsche euch Gespräche nicht hier. und ich will euch auch nicht kennenlernen. Schon wieder? Schön, euch zu sehen, Herr. Wir haben nicht vergessen, wie ihr an Will geholfen habt. Und Will, meine Heimatstadt ist Hallo. hier Was habt ihr zu berichten? vertreten. Ich habe vor ein paar Tagen eine Schlammkrabbe gesehen. Eklige kleine Tiere. Wenigstens sind sie langsam und Seid nicht gerade gegrüßt. intelligent. Was Aber habt die ihr zu Scheren berichten? Die Wachen sehen auch irgendwie langsam. immer alle gleich aus. Von Ich weiß auch nicht warum. Außer hier Bird. Das ist auch nicht Hab Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Ach, das ist ein alter Spruch. Warum hat sie Leibwächter? Sie ist die einzigste, die Leibwächter hat als Gräfin. Sie hat vielleicht Verfolgungsangst oder sowas. Ach ja, Bird war der, dem wir helfen sollten, das Tor zu schließen. Deswegen, es kommt er mir so bekannt vor. Die Neuen lieben die Bösen nicht und verachten ihre Gebete. Und weiter konnte ich nicht. Okay. Was machst du denn hier, Martin? Du solltest doch nach draußen gehen.
Sobald ihr bereit für die Schlacht seid, wird die Gräfin ihren Männern befehlen, nicht mehr zu versuchen, die Tore vor der Stadt zu schließen. Gehabt euch wohl, mein Freund. Und Jaffrey hat er mitgenommen. Na gut, aber eigentlich solltest du nach draußen kommen. Ah, jetzt kommt sie rein. Na gut. Ich setze mich mal lieber zu meinen Freunden hier hinten. Ach, so. So als Begleitung so. Dass wir auch drei sind, hier drei von... Eure Hoheit, ich bin Narina Carwein, Gräfin Bruma, zu euren Diensten. Förmlichkeiten sind jetzt nicht nötig. Noch bin ich nicht Kaiser. Und dieser Gedanke, dass ich der Thronerbe sein soll, ist mir auch noch ganz neu. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, dass ich um ein großes Maß an Vertrauen bitte. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten hätte ich diesen Vorschlag nie gemacht. Euer Oberster hat mir die Situation bereits erklärt. Ich habe mich einverstanden erklärt. Diesen Krieg werden wir nicht mit Vorsicht gewinnen. Ihr besitzt die seltene Gabe zu wissen, wann Verzweiflung der Pfad der Weisheit ist. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um eure Stadt zu verteidigen, Fürstin. Wenn Bruma fällt, fällt auch das Kaiserreich. So sei es. Beide gucken mich gleichzeitig an. Ja, spricht mich jemand an oder muss ich mal wieder hier die Arbeit tun? Selbst Jaffrey. Ich fühle mich so beobachtet. Sobald ihr bereit für die Schlacht seid, wird die Gräfin ihren Männern befehlen... Ja, das haben wir schon gehört, Schlachtpläne. Wir müssen die mythische Morgenröte in ihrem Plan gewähren lassen, drei kleinere Tore vor Bruma zu öffnen. Nach den Plänen, die ihr diesen Spionen abgenommen habt, brauchen sie drei kleinere Tore, damit sie ein großes Tor öffnen können. Und durch das große Tor können sie dann die Belagerungsmaschine holen, mit der sie die Mauern von Bruma einreißen wollen. So wie in Quatsch. Aber unsere einzige Hoffnung ist es, den großen Siegelstein zu bekommen, mit dem wir das Ritual abschließen können. Sobald das große Tor sich öffnet, müsst ihr rasch handeln. Gut. Gehabt euch wohl, mein Freund. Ich bin bereit für den Kampf, wenn ihr es seid, Meister. Wie lautet eure Antwort? Ich bin noch nicht bereit. Wie ihr wünscht. Gut, ich muss mich nämlich noch mal kurz vorbereiten. Das habe ich total vergessen. Wir machen mal einmal einen kleinen Speicherpunkt. Gehen hier gleich wieder hin. Ich weiß nämlich, was mich gleich erwartet. Deswegen will ich nochmal... Will ich nochmal sicherheitshalber mir einen Bogen holen. Kann ja nicht schaden. Hoffe ich zumindest. Hi. Fisch. Okay. Die Kirche ist meistens... immer der höchste Turm in einer Stadt. Ist mir so aufgefallen. Ja. Warum kann ich nicht einfach mich sofort hier... so einen Punkt auf der Karte, wo ich sofort im Haus bin oder so. Dass man noch einmal durch einen Wild laufen muss. Durch diese nebelige Stadt. Haben wir überhaupt einen Bogen? Ich weiß das gar nicht. Das Frost... 39 Benutzung. Was haben wir noch? Stahl. Silber. Du kommst mit. Was schmeißen wir dafür weg? Stahlpfeile machen 3 Schaden. Haben wir hier noch was, was mehr Schaden macht? Eisen macht 2. Elfen macht 3. Silber macht 3. Dann würde ich sagen... Wir haben so viele Langschwerter. Würde ich sagen, das ist erstmal genug. Wir haben, wenn ich mal so überlege, fast noch nie einen Bogen benutzt. Und wir laufen auch viel schneller mit dem Bogen. So, dann lassen wir uns sofort da wieder hin teleportieren. Und dann ist gleich ein großer Kampf. Ich möchte das aber nicht so gerne im Dunkeln machen. Deswegen warten wir nochmal eben bis Tag ist. Bis es 6 Uhr morgens ist. Das ist eine hübsche Zeit. Und wir lassen eben die Zeit durchlaufen. So.
Die Spiegel sehen ja hier die Fenster. Die großen sehen nicht schlecht aus, so im Licht, so alle mit verschiedenen Farben. Mit ihr. Ich bin bereit für den. Das hatten wir schon. Ja, lass den So Kampf sei beginnen. es. Brumas Schicksal liegt nun in den Händen der Götter und in den euren. Bot, schickt die Truppen in den Kampf. Wie ihr befehlt, Gräfin. Ja, aber wenn Martin mit so einem kleinen Brotmesser da auftaucht, dann können wir das ja vergessen, ne? Ich meine, wo er losgegangen ist, hatte er ein Silberschwert und ich meine, das ist ja schon eine Steigerung. Martin! Martin, Martin! Ein Hoch auf den Kaiser! Martin Septim! Oh mein Gott. Heil Martin Septim! Ein Hoch auf den Ist das billig? Martin So ein Septim! paar Peoples, die Martin! klatschen. Martin! Oh mein Gott. Nur die Mitglieder der Magiergilde an der Geheimuniversität können Zauber ausführen und Zauber erstellen. Wir können also auch, ich meine, wir sind auf der Geheimuniversität Zauber erstellen. Das ist unsere Armee. Unsere mächtige Armee. Wer haben wir denn? Avil ist vertreten. Quatsch, Leia Vin, Slingrad, Chardinol, Koroll. Ja. Und sie rennen. Theoretisch hätten ja vom Wolkenherrscher-Tempel alle kommen können. Ja, wir rennen da jetzt einfach mal hinterher. Gott, was rennen die denn so? Und es muss auch noch regnen. Ah ja, okay, gut. Positionieren sich. Martin und ich haben das Schlachtfeld erreicht. Ich muss Martin schützen, bis sich das große Tor öffnet. Speichern. Jetzt kommt die große Schlachtrede. Soldaten von Cyrodiil, das, was wir heute tun, entscheidet darüber, ob das Kaiserreich steht oder fällt. Wollen wir zulassen, dass die Dedra Brumar das Gleiche antun, was sie Quatsch angetan haben? Wollen wir zulassen, dass sie unsere Häuser anzünden, unsere Familien ermorden? Wir werden uns ihnen entgegenstellen. Heute, jetzt, für ganz Cyrodiil. Wir müssen standhalten, bis der Held von Quatsch ihr großes Tor zerstört hat. Wir müssen alles töten, was aus diesem Tor herauskommt. Soldaten von Cyrodiil, steht ihr zu mir? Cyrodiil!